Servus Jungs, na, alles rutscht bei euch. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Herzlich willkommen zum Best-of von gestern. Wir haben gestern ein Pack-Opening auf YouTube gemacht, in meinem Livestream. Und was soll ich sagen? Ihr kennt es wahrscheinlich schon im Titel. Es war krank. Es war einfach nur krank. Was man alles mit 50.000 Coins alles so hinkriegen kann, es ist unfassbar. Guckt es euch an. Urteilt selbst, ich bin mega gespannt, ob es euch gefällt, Freunde. Wenn das der Fall sein sollte, nicht vergessen, über einen Daumen nach oben würde ich mich definitiv freuen. Kommentare schreiben, gerade an alle neuen Leute, die noch nicht auf dem Kanal waren, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und natürlich mit einem kostenlosen Abo Mitglied in meiner Familie werden, würde ich mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Pack Opening. Jetzt geht's los. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ganz kurzer Plan. Übrigens an der Sache, wir haben 18 Packs. Und wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir so viele wie möglich irgendwie in dieses 82 Plus Upgrade reinschmeißen. Ja, wo man nochmal 5 seltene 82 Plus Spieler kriegen. Wir haben 2 normale Gold Packs. Wir haben ein Jumbo Premium. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 zwei seltene Goldspieler-Packs und wir haben das Goldspieler 92 Plus Pack. Also daher, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin, Freunde. Ich habe mein Trinken, mein Eistee Pfirsich im Bacardi-Glas. Also, dann starten wir mal das Pack-Opening hier. So, Abfahrt jetzt hat. Oh wow. Jawohl. Geile Sache. Aber ein 81er Orban, der könnte ein bisschen Coins bringen. Der könnte. Ui! Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch drin haben. Ein seltener irgendwie. Monty, lol! Geile Sache! Nehmen wir mit! So. Zweites Goldpack. Also nicht reingefahren, aber dafür. Oh. Ein seltener. Ja, klar, das ist Eistee mit Brause war. Nee, nee, das ist nicht mit Brause da. Oh, 77er Petagna. Oh. Was ist das denn? Schon wieder ein Sniper. Okay. Machen wir mal das Jumbo Premium Gold als erstes. Mich würde mal interessieren, was da drin ist. Würde mich mal interessieren. Ja, das war nix. Lalana hat es. Die Packs hier, das ist immer so ein Ding. Da kann komplett nix kommen. Komplett kann, es kann komplett reinscheißen, aber da kann auch was richtig Geiles drin sein. Na, Ala, geht doch hier. Schade. Schade. Es ist blind. Okay. 92er da rein und dann passt das. Okay, das ist nix. Asamoah. Komm, mach noch mal. Mach noch mal. Genau. So ein 84er oder so. So ein 84er, der wäre geil. Wird nämlich heißen, dass das 82 Plus Upgrade definitiv machbar ist. Also so ein 84er bräuchte ich definitiv. Zielinski. Das ist bis jetzt noch nicht so wirklich das. Also richtig dolle war das jetzt noch nicht. Aber guck mal weiter. 11 noch. Jetzt fahr doch mal rein, Mann. Boah, ey. Und der ist sogar doppelt, ne? Ich muss ins Stadion fahren jetzt. Ja, also. Kein Walkout, Mann. Messi! Ah, ne, geht ja nicht. Ach, hier, die Hotel, so, ja. Was das Ganze soll teilweise. Also, manche Einkäufe kann ich nachvollziehen, aber manche halt wirklich auch überhaupt nicht. So, und das ist halt. Das geht irgendwie beim KSC die ganze Zeit so. Da gibt es mal ein, zwei Top-Leute, die dann geholt werden. Aber auf der anderen Seite ist es dann so. Dann sind es dann auch teilweise Einkäufe, die du dann überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Ob sich
irgendwie an der Vereinsführung jetzt was ändern wird. Weil der neue KSC-Präsident, ich bin mal echt gespannt, was der macht. Oh, Ducouré, wichtig. Ich bin mal echt gespannt, was Dr. Sigmund Schulze, unser neuer KSC-Präsident, alles so auf dem Kasten hat. Oh, da fahren wir rein. Da wieder kein Walkout, Mann! Dann gib ein 85er zumindest. Oh, nee, ne? Ja, 84 Tadic, ja, okay. Drei noch, komm, lass einmal noch reinfahren, Mann. Dann gib zumindest ein 82er, komm. Gib ein 82er. Nope. Die Packs, die scheißen gerade richtig rein, ne? Ja, komm jetzt. Jawohl, Walkout, jetzt aber, Mann. Ach komm, halt's Maul. Ja, gut, okay. Ja, komm, ich beschwere mich ja nicht mehr. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin mal echt gespannt, was hier in dem Ding drin ist, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe noch bei keinem einzigen gesehen, ob hier irgendwie was Gescheites drin war. Ich habe noch bei keinem einzigen irgendwas gesehen, ob sich das gelohnt hat. Auf euch. 5 seltene Goldspieler 82+. Okay, fährt rein. Trotz. Ja, lol. Gerard Moreno. Guck mal an. Der hilft mir zwar überhaupt nichts, aber ein Tots in dem Pack? Lol. Dieser Unterschied, ne? Müsste das so gehen eigentlich, oder? Ja, ne? Gut. Okay. Dann kriegt man nämlich eventuell noch ein drittes raus. Der ist für dich. Der Van Dijk jetzt ist für dich. Komm, Virgil. Okay. Mauler! Ah ne, Goretzka, stimmt, den gab's ja auch noch. Okay. Ja, sowas habe ich schon dann doch eher erwartet in so einem Pack. Ja, wunderbar. Gut. Okay. So, drittes 5. Dreimal 82+. Komm jetzt, Tots nochmal. Ja! Van Dijk. Ach nee, hör auf. Was soll ich denn damit? Oh, aber ein Vertongen noch drin. Was? Vertongen ist zu Benfica Lissabon? Sorry, bro. Okay. Nächster Versuch. Denk dran, wir haben noch den Banger hier, ne? So, komm, nächster Versuch jetzt. Komm. Jetzt fahren wir nicht mal rein. Ah, doch. Okay. Alex Arnold. Wow. Hoppla. Auf euch, Chat. Lol. Was ist das für ein Pack? What? In einem 82+ Upgrade Pack 2 Tots und ein Toti drin? What? Dann nehmen wir den Marvin jetzt. So, und das reicht. Alex Arnold. Ade. Auf Wiedersehen. Gott, ist das dämlich, ne? Ist das ein dämlich? Einfach ein Alexander Arnold in einem 82+ Upgrade geschmissen. Ist das dämlich? Ich würde ja lachen, wenn ich daraus jetzt die normale Alexander Arnold gerade kriegen würde. Ich würde es so zusammenbrechen. Und kein Walkout. Das ist er. Lol, Ronaldo. Na, Spitzi. Okay. Okay, das Pack war nix. Gut, passt. Wunderbar. So. Nächster Versuch. Nope.
Nein, nein. No way! Nein! Fanta! Es ist nur Delikt. Alter Schwede, GG trotzdem, aber hallo. Also, der zweite Toadie, ich nenn's Kind beim Namen, das kriegt nicht jeder hin. So ehrlich muss man sein. Scheiße, ich war so knapp vor Van Dijk. Ah, der mit Delikt. Ah, hier guckt euch das an. Zwei Toadies. Zwei Tots. Und das allein nur mit den 82 Plus Upgrades. Also das ist schon, Freunde, das beste Pack heute. Zwei seltene Goldspieler, 92 Plus. So, jetzt. Nein, hör auf, halt's Maul. Halt's Maul. Nein. 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 Halt's Maul. Halt's Maul, ehrlich. Dreimal Toadie im Pack Opening. Herrschaften. Drei Stück. Ach ja. LOL, Ter Stegen 95. What? Bist du bekloppt? So, das heißt jetzt, dass jetzt Alex Arnold. Das ist so dämlich, ne? Das ist echt. Das ist so grottendämlich. Aber ist das bescheuert? Ein Alexander Arnold Tony da reinschmeißen, ist das bescheuert, Mann? Ist das bescheuert? Aber gut, egal, was soll's. Da wär's doch bekloppt. Halt's Maul. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt eine Icon und ich wäre ausgeflippt. Also das war heute wirklich, also das war gigantisch. Also das war krass. Das war wirklich krass. So, komm. Letztes. Oh, Tots. Alex Arnold. Oh, schade. Schade. Alex Arnold hätte ich jetzt gefeiert. Henderson. Aber das finde ich gut. Henderson finde ich gut. Weil, jetzt kommt nämlich der Clou an der ganzen Geschichte. Den habe ich doppelt. Und das Schöne ist, das ist meine einzigste Karte, die noch tauschbar ist. Also daher, auch der kann weg. Ja, also. Da ist doch der Verkauf, sehr schön. So, und damit sind wir jetzt eigentlich genau dort, wo wir davor auch schon waren. Nur mit dem Unterschied, dass wir ein bisschen mehr gezogen haben. Also das war wirklich krass. Also es war einfach nur krass, muss man wirklich so sagen, wie es ist. Why such a sad face? Why such a sad